sagen. Wir kommen zu der Band, die gibt es schon seit, wenn ich richtig gelesen habe, 47 Jahre, man glaubt es nicht, so alt wird keine Crew im Odenwald. 47 Jahre Anti-Tankern und sie haben unter anderem auch auf der Weißen Nacht gespielt vor Roger Chapman. Wir hatten da eigentlich noch Roger Chapman gespielt. Du hast einen Musikerpreis, gell? Ja. Ist scheißegal. Wir freuen uns, dass Anti-Tankern heute oben kommt, also heute Nachmittag, hier am Sonntag, ein richtiger Publikumsmagnet, Leute, die es richtig schon finster drauf haben. Ich meine, wenn man so Gitter spielt, dann kann man es, ne? Absolut. Ich hab's am Freitag schon gesagt, Gitarristen sind für mich immer so ein Phänomen, weil sechs Seiten und fünf Finger, das stimmt fast nicht. Aber es ist klar. Hast du mal noch gezählt? Ja. Ich hab zehn, ne? Du hast zehn Seiten? Nee, zehn Finger. Ach so. Das will ich sehen. Also, alle Augen auf diesen Mann nehmen, der besser ist als der Mike. Als Musiker. Nee, als Telekom. Okay. Bühne frei für Anti-Tankern.